dritten Licht am Adventkranz dürfen wir euch heute wieder aus meinem Wohnzimmer begrüßen. Das dritte Licht, das große Geburtsfest unseres Herrn Jesus Christus, es kommt näher. Am liturgischen Adventkranz, da gibt es violette und eine rosarote Kerze. Heute, da haben wir die rosarote Kerze entzündet. Sie steht für den Tag Gaudete, wie der dritte Adventssonntag auch genannt wird. Gaudete, freut euch. Ja, wir dürfen uns freuen. Freuen, dass wir schon ein Stück des Advents gegangen sind. Wir können schon Rückschau halten. Gleichzeitig durch der Blick nach vorne. Heute, da kann ich mich fragen, was hat sich verändert in diesen adventlichen Tagen? Ist es mir schon gelungen, dem kommenden Christus in meinem Herzen einen Platz zu bereiten? Heutigen Fest, Gaudete, freut euch, dürfen wir Christus in unsere Mitte einladen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jubeln werden die Wüste und das trockene Land. Jauchzen wird die Steppe und blühen wie die Lilie. Sie wird prächtig blühen und sie wird jauchzen, ja, jauchzen und frohlocken. Die Herrlichkeit des Libanon wurde ihr gegeben, die Pracht des Karmel und der Ebene Sharon. Sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt den Verzagten, seid stark, fürchtet euch nicht. Seht euer Gott, die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen frohlockt. Denn in der Wüste sind Wasser hervorgebrochen und Flüsse in der Steppe. Die vom Herrn Befreiten kehren zurück und kommen zum Zion mit Frohlocken. Ewige Freude ist auf ihren Häuptern. Jubel und Freude stellen sich ein. Kummer und Seufzen entfliehen. In diesen Worten des Propheten Jesaja, da klingt schon sehr viel von der Freude durch. Eine Freude, der wir entgegengeben dürfen. Der Prophet Jesaja, er hat eine sehr bildreiche Sprache. Wir können uns das vorstellen, wie plötzlich in der Wüste eine neue Quelle hervorbricht. Das Unmögliche wird möglich. Jesus Christus, die Quelle des Lebens, wo sein Wasser fließt, dort bleibt es. Christus, die unendliche Quelle. In allen Generationen und Jahrhunderten haben Menschen auf ihn vertraut. Heute sind wir es, die von der frohen Botschaft hören dürfen, die wir mit unserem Leben Zeuginnen und Zeugen des Evangeliums sein dürfen und die christliche Botschaft durch unser eigenes Leben zum Leuchten zu bringen. Gott, unser liebender Vater, wenn wir die dritte Adventskerze entzünden, denken wir daran, dass dein lieber Sohn Jesus Christus das Licht der Welt ist. Es ist ein Licht, das der Welt Wärme schenkt, Geborgenheit, Nähe und Liebe. Wir danken dir, guter Gott,
dass dieses Licht auch in unsere kleine Welt hineinleuchtet und uns allen Freude schenkt, Hoffnung verheißt, Zusammenhalt verbirgt, Zukunft garantiert. Wir bitten dich, guter Gott, lass dieses Licht nicht ausgehen und lass uns so viel von diesem Licht bekommen, dass auch wir zum Licht der Welt werden können, dass auch wir Wärme, Geborgenheit, Nähe und Liebe schenken können. Lass auch uns Freude, Hoffnung, Zusammenhalt und Zukunft in unsere kleine Welt, in unser Lebensumfeld, zu unserem Nächsten bringen. So dürfen wir den dritten Adventssonntag, unseren persönlichen Weg durch den Advent, die Begegnungen, alle Menschen, die uns am Herzen liegen, Gott in seine Hände legen und miteinander und füreinander das Gebet des Herrn sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Manchmal für einen Augenblick halte ich ein. Mitten im Trubel des Tages verschließe meine Augen und Ohren und bin einen Augenblick glücklich. Ich bin nicht allein. Du bist da, mein Gott. Es ist uns geschenkt, dass wir die Nähe Gottes, sein Dasein in unserem Leben erfahren dürfen. Und so darf ich dir und alle Menschen, an die du gerade denkst, den Segen Gottes zusprechen, hinein in diesen dritten Adventssonntag. So segne, begleite und bestärke dich und deine Lieben, er, der Gott des Lichtes, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.